Siegreich haben wir beim letzten Mal Kaffa eingenommen. Die Rebellion hat begonnen und wir machen jetzt so einiges, denke ich mal. Entwicklung der Stadt, jemanden beauftragen, ein paar Steuereintreiber wären nett. Damit ich hier ein bisschen Kohle auch noch aus der Stadt zusätzlich rausholen kann. Vielleicht bringt ihr mir ja sogar einiges ein, das wäre ganz nett. Oh, hier sitzt ein Fürst drin und denkt sich, ja, nee, das mach ich nicht. Holen wir uns ein paar Söldner. Weil unser Trupp ist ein bisschen ausgedünnt, muss man zugeben. Holen wir uns ein paar Schützen. Perikop. Auch hier wieder viele Kämpfer. Sprengstoff! 18 Stunden. Na, kommst du hier nicht rein, das tut mir aber leid. Wartungskosten, zah! Wartungskosten sind für den Hintern! Das Schöne ist, dass hier alles so auf einem Fleck ist, dadurch können wir die Ecke, wenn wir sie eingenommen haben, auch gut verteidigen. Ah, jetzt kümmern wir uns erstmal... Oh, dann halt leider, Mensch, muss man denn alles doppelt und dreifach sagen? Och nee, nicht die Krätze, auch das noch. Schnell angreifen, bevor die alle wegsterben, hier. Okay, Männer, ihr wisst ja inzwischen, wie es läuft. Ach so, ich habe ja noch immer keine Waffe. Die Söldner, die ich angeworben habe, sind im Grunde nur Kanonenfutter, um von meiner eigentlichen Armee abzulenken. Wer liegt denn da tot rum? Gib mir das mal her, Kumpel. Ach, das ist mein König, ne? Ey, König, wie geht's? Danke für die Waffe. Ich werde in eurem Namen damit kämpfen. Los, Zakluba. Ich weiß, dass du das kannst. Also drück ab. Oh, shit. Die können sie uns rundherum unter Beschuss nehmen. Wir müssen schnellstmöglich auf die Mauern rauf. Also strengt euch an, Leute. Über die Mauern. Los, wir haben keine Schilde. Rüber. Ah, verdammt. Wer hat auf mich geschossen? Das war Verrat. Ah, das war mir so klar. Ich habe immer das Glück, dass ich getroffen werde. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, du. Es ist ja immer wieder dasselbe. Nur in anderen hübschen Farben. Und vorwärts! Und diesmal, Peter, bleibst du am Leben. Dass das mal klar ist. Lass das deine Männer machen, die können das gut. Ich habe auch gar keine andere Wahl, als das meine Männer machen zu lassen. Ich bin so schwer verwundet. Ein Treffer und ich bin weg vom Fenster. Also werde ich mich hier einfach an irgendeinem Turm verstecken, damit ich gar nicht erst ins Kreuzfeuer gerate. Und lass das meine Leute klären. Ich vertraue denen. Das ist ein Elite-Trupp. Die schaffen das hier einzunehmen. Habe ich gar keine Bedenken. Dip, 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 dip. So, was machen wir denn jetzt schön hier in der Ecke? Ein bisschen knutschen, hä? Das wird die neue Liebesecke. Wie sieht's aus? Ah, da wird schon fleißig über die Mauer gekrochen. 4 Tote bei uns, 18, 20 beim Gegner bereits. Oh ja, das gefällt mir, haut sie alle tot. Macht das Gesindel fertig, ey. Macht sie platt, ey. Macht sie tot, ey. Macht sie tot. Und hört auf, selber zu sterben, ist das klar? Ach, ist das schön, wenn man seinen Leuten vertrauen kann. Ich muss auch sagen, wir haben ganz schön Elite-Trupp hier aufgebaut. Schon allein dadurch, dass wir so lange nach dem König hier suchen mussten, nach dem Thronanwärter. Dadurch haben die so viel Erfahrung bekommen, dass das echt die reinste Elite ist, die wir hier aufbringen. Da ist es ganz klar, dass wir so gute Chancen haben. Wir machen die auch locker fertig hier. Auch diese Stadt wird uns gehören. Die werde ich aber diesmal nicht mir geben, sondern dem Typen hier, dem König, dem Anführer.
Damit der da auch mal eine Stadt hat und sich ein bisschen drum kümmern kann. Ich kann ja nicht die ganze Zeit ein Auge auf alle Städte haben. Und dadurch, dass wir dann zwei Städte haben, die wir wahrscheinlich auch halten können, denke ich mal, sollten sich uns auch bald die ersten Fürsten anschließen. Das Ganze passiert, wenn das so ist wie in Warband, wie ich momentan denke. Dann wird das Ganze nämlich so ablaufen, dass der König sich darum kümmert. Sprich, ich mache gar nichts außer die Lehen verteilen. Und neue Anwärter und so weiter nimmt er auf. Das wäre natürlich wunderbar. So, wie sieht's denn aus? 120 haben wir beseitigt, 20 von uns sind gefallen. Neue Feinde sind eingetroffen, das gefällt mir nicht. Kann ich das nehmen? Nee, ne? Da oben steht ein Schütze rum. Hat jemand zufällig hier irgendwo ein Gewehr hingeschmissen? Ich bräuchte mal eins. Säbel, Säbel. Ich brauche irgendeine Muskete oder so. Ah, da unten wird heiter gekämpft. Und hier brechen wir auch schon heiter durch, du. Ah, schon wieder neue Feinde. Was sollen das immer mit den neuen Feinden hier? Das ist ein Gemetzel, das wir hier hinterlassen. Ich möchte auch etwas töten, ja? Vorwärts, das ist aber eine recht große Stadt, ne? Viele Häuser. Momentan sind es noch 31 Leute, die ich killen muss. Hab schon 22 Tote. Naja, was heißt schon, das ist eigentlich für so eine Größenordnung hier recht gut. Also werden wir auch wunderbar hier gewinnen, ohne größere Verluste zu haben. Wie bin ich jetzt hierhin geraten? Da bin ich doch glatt in die Feinde reingerannt. Ohne es zu wollen. Wenigstens habe ich meinen Beitrag geleistet, indem ich einen gehittet habe. 22 Feinde stehen noch, aber nicht mehr lange. Das verspreche ich euch, nicht mehr lange. Verstärkung scheint ja auch keine mehr zu kommen, von daher... Also jetzt feindliche Verstärkung, ne? 23 Leute von mir sind gestorben, ansonsten ist hier alles okay. Ist doch wunderbar. Oh shit. Wieso geht denn die alle hier unten hin? Ist hier oben keiner mehr? Gut. Ja, dann tut mal, was ihr am besten könnt und gewinnt. So, noch 6 Feinde. 4, 3, 2, 1, 0. Ja! Yeah. Komm schon. Nicht fallen. Und das war's. Also ich muss sagen, diese Rebellion klappt doch ganz gut, ne? Die klappt doch echt ganz gut. Und wir kriegen auch sofort neue Veteranen hinzu. Ich nehme ja auch alles, was hier Veteran ist. Damit ich hier eine maximal starke Armee habe. Ziemlich viele Nahkämpfer. Ich hätte gern ein paar Fernkämpfer mehr. Da lässt sich nicht groß hier streiten. Ne, hier haben wir doch welche. Schwedische Reiter, sehr schön. Die schottischen Schwertkämpfer nehme ich auch mit. So, und jetzt können wir hier eigentlich alles mitnehmen, was noch rumsteht. Auf dass unser Trupp mächtig sein möge. Schwedische Reiter, zäh. Musketier, schottischer Musketier. Nehmen wir noch die Dragoner hier mit. Fertig.
Hier wieder haufenweise Beförderungen, das gefällt mir doch. Oh, mein Geld ist leer. So, ich reite mal schnell nach. Ich denke, Periskop sollte dem rechtmäßigen Thronerben zufallen. Zack. Herzlichen Glückwunsch, kümmere dich um deine Stadt. Ich gucke, ob meine Geld abwirft. Ja, 3000 Taler immerhin, ist doch ganz nett. Brauche ich hier noch ein paar Truppen stationieren? Ich weiß es nicht. Kaffa, 54 Mann. Hier hockt ein Fürst drinne. Können wir den nicht überreden, zu uns zu kommen? Wachen grüßen, treffen mit jemandem, komm raus, du Hund. Ihr habt mein Dorf Butjak ausgeraubt, mein Eigentum zerstört und die Einwohner hingemetzelt. Blutige Rache will ich an euch nehmen. Mehmet Giray ist der rechtmäßige Herrscher von Krimkanat. Schließt euch unserer Sache an und kämpft gegen den Usurpator Khan Islam Giray. Khan Islam Giray hat mir meinen Anteil nie gegeben. Daher sehe ich nicht, dass ich ihm etwas schuldig wäre. Allerdings ist Mehmet Giray vermutlich auch nicht besser, während Khan Islam Giray sich immerhin bewiesen hat. Sagt also ihr mir, warum sollte ich einen Bastard verraten, den ich kenne, um einem Bastards willen, der mir fremd ist? Sag selbst, warum sollte ich Mehmet Giray meine Unterstützung andienen? Zack. Nun gut, eure Argumentation überzeugt mich nicht und ihr überzeugt mich nicht. Obendrein, ich trau euch nicht. Ich sage nein. Tja, eure Sache. Sagt halt nein. Eure Stadt wird noch früh genug fallen. Die Krätze, verflucht seist du, hab ich glatt vergessen. Wer wagt es? Hallo. Moskauisches Zarenreich, zack. Ich könnte meinen Einfluss dazu, da werden 19 Taler aufbringen. Ich fürchte, ich kann nicht. Dann werde ich euch wohl töten müssen. Mir hier meine Sachen belagern, ich glaub's ja nicht. Los geht's, ich hab nicht genug Geld, also müssen wir sie töten. Ach, ich hab keine Waffe, ne? Sollte ich echt mal ändern bei Gelegenheit. Sonst bin ich nämlich aufgeschmissen. Ich lass mir meine Stadt nicht nehmen. Oh, Hilfe. Wir reiten einfach mal hier schön dem Sonnenuntergang entgegen. Der ist doch ganz nett. Der ist doch herzallerliebst. Kommt schon, tötet das Pack endlich. Und zwar alle. Ich habe nicht sehr viel Lebensenergie. Das wiederum ist sehr unschön. Es gibt keinen Rückzug, es gibt nur den Sieg, also tötet dieses Pack. Na macht schon! Ah, 5 Tote bei uns, das ist nicht schön. Eieieiei. Aber wir setzen denen auch ganz schön zu. Mehr als abwarten können wir jetzt nicht machen. Die meisten fliehen schon, wenn ich mir das so ansehe. Aber es gibt auch garantiert noch Verstärkung. Das waren ja 3-4 Fürsten, die da standen. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. 6 Tote. Und da ist auch schon Verstärkung aufgetaucht. Oh, wir schlagen uns wacker. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo eine Waffe auftreiben kann und wenigstens ein bisschen helfen kann. Wobei das hier auch recht unschönes Gelände ist zum Kämpfen für meine Reiter. Das erklärt wahrscheinlich, warum ich so viele Verluste hatte. Hier unten wird größtenteils gekämpft.
Lauf, Peter! Zack. Ich tue, was ich kann. Lasst mich in Frieden. Ich bin hier der Schütze, mehr nicht. Oh shit, die nehme ich ganz schön unter Beschuss. Wie schaut's aus? Ach du Schande, ich verliere meine ganze Streitkraft. Nee, komm, ich flieh. Bevor das noch schlimmer wird, ziehen wir uns lieber in die Stadt zurück. Gucken mal schnell in die Taverne, ob es da noch ein paar Söldner gibt. Da. Wollt ihr immer noch kämpfen? Ihr könnt es probieren. Oh Gott, jetzt kriegen die auch noch Verstärkung. Lasst bloß beide Stadt in Frieden, ey. Ihr dumme Fums. An der Schlacht teilnehmen, das sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Tschüss!